gefallen dir die Dirndl? Du, ich bin ein Dirndl-Fan. Ich finde, dass jede Frau, gleichgültig ob dick oder dünn, in einem Dirndl entzückend ausschaut. Es ist nur eines. Man sollte ein bisschen volles Dekolleté haben. Wenn man da sehr mager ist, dann ist das Dirndl halt nicht ganz das richtige Gewandel. Aber es ist überhaupt international zu betrachten, dass auch im Sari zum Beispiel jede Frau gut aussieht. Es ist, diese Nationaltrachten haben etwas, worin Frauen gut aussehen. Und aufs Dirndl trifft das ganz besonders zu, finde ich. Und bei der Oberweite kann man ein bisschen nachhelfen, ne? Ja, natürlich. Schummeln erlaubt. Oder man nimmt den richtigen Schnitt. Schau, in meiner Jugend war es so, doch weil sie keinen hatte, der war aus Watte. Also früher, in meiner Jugend, hat man sich noch Watte reingestopft, aber jetzt gibt es raffiniertere Methoden. Ja, ich habe gehört, man kann es auch mit Schnitt korrigieren. Genau, ja, für flachere Oberweiten gibt es auch die hochgeschlossenen Dirndln oder das Leiberl, weil das pusht nicht so. Es ist aber eigentlich um und auf wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ja, es ist ganz unterschiedlich, wie man sich gibt also und wie man sich fühlt. Ein bisschen höher und drunter ein bisschen schummeln und schon ist man wieder richtig. Genau. Und auch, ich sage jetzt mal, fülligere Damen schauen fesch aus da drin. Ja, weil auch wenn der Rock dann von so noch ein bisschen wegsteht und ein Mascherl mit einem schönen Seidenschürzer, entzückend. Jede Frau ist schön da drin. Und darum liebe ich sie. Ich habe einen ganzen Kasten nur Dirndl. Aber wann trage ich es? Es ist eigentlich außer Mode gekommen, zum Heurigen mit Dirndl zu gehen. Das hat man in meiner Jugend gemacht. Zum Heurigen ist man mit Dirndl gegangen. Ja. Und jetzt gehen die Leute im T-Shirt zum Heurigen. Schade, weil ich finde, es gibt so wenig Gelegenheiten, wo ein Dirndl wirklich angebracht und passend ist. Man kann es trotzdem tragen, es ist eh wurscht. Es ist halt allgemein leider ein bisschen aus der Mode gekommen, sich passend zu kleiden. Weil genau. Es ist beim Ball das Gleiche, es ist bei den Festspielen oder bei der Oper genau das Gleiche. So ist es, wird leider verabsäumt, sich passend und angemessen zu kleiden. Richtig. Das ist sehr, sehr schade. Da muss absolut ich richtig dir sehr absolut zustimmen. Ja, ja. Man geht in Golzern in die Oper, man geht in zerrissenen Jeans. Es ist einfach furchtbar. Ja. Wie hübsch waren die Frauen in den 60er, 70er Jahren, in den Filmen. Wie schön waren die angezogen, wie süß waren sie frisiert. Und jetzt gehen sie mit vollkommen zerrissenen Hosen, um Gottes Willen. Ich habe mir gedacht, wenn ich das vor 30 Jahren gesehen habe, um Gottes Willen, sind wir alle so arm geworden, dass wir zerrissene Kleider tragen müssen? Das ist ja grauenvoll. Aber dass dann da drin steht Gucci und das kostet 2000 Euro. Ich finde es halt auch ein bisschen Wertschätzung. Also ich meine, du bist Grand Dame, ja, du bist gekleidet von Head to Toe. Ich bin immer angezogen, dem Anlass entsprechend. Ja, und ich hasse es, dem Anlass unentsprechend. Ich mag auch nicht mit Leuten verkehren, die schlecht angezogen sind oder sie in meiner Wohnung empfangen. Ich möchte hübsche Gäste haben. Ja. Einfach so. Ich bin eine Ästhetin und ich möchte hübsche Gäste haben. Wunderbar, also das kann man, glaube ich, so stehen lassen, das Motto. Definitiv, da bin ich dabei. Das Dirndl ist aber heute wiederum in, oder? Wir versuchen daran zu arbeiten. Genau. Also ich habe mir auch ein bisschen die Aufgabe gemacht, dass man in Wien das mehr trägt, auch das im Alltag ein bisschen mehr wieder zu pflegen. Also das Hashtag Tracht im Alltag. Weil Tracht ist ja nicht nur Dirndl und Lederhose. Also es ist ein Janker genauso wie ein bestickter Haarreifen. Also es muss ja nicht das ganze Outfit sein. Oder einfach ein Trachtenstoff modisch umgesetzt, wie wir unsere Hemdblusenkleider momentan neu rausgebracht haben. Also man kann es ein bisschen auch in die Neuzeit bringen. Es muss ja nicht verstaubt sein. Es ist ja fast eine Uniform. Man kann sogar am Opernball mit einem Abenddirndl gehen. Ja, das ist wie eine Uniform. Ist Dirndl und Trachtenmode immer erlaubt. Wenn man zum Beispiel am Opernball nicht in Frack geht, sondern in einem Trachtenanzug, kann man nicht weggehalten werden. Tatsächlich, es ist so. Aber wenn man in einem Smoking kommt, das ist ein No-Go. Also das geht nicht. Aber tatsächlich ist die Tracht ist ein Nationalheiligtum, das sollte es sein. Und das ist überall gestattet und angebracht. Aber nur die Leute machen es nicht. Und darum sagt man, es ist nicht in der Mode. Also ich kann nur unseren Zuschauern anraten, daher zu kommen, in die Tigergasse, zu den Trachtenmoden.
Hanna Manufaktur und sich die wunderschönen Stücke anschauen und vielleicht einmal anprobieren. Und wenn man das einmal anhat, vielleicht will man es dann gar nicht mehr hergeben. Naja, was es noch speziell macht, ist, dass man es ganz individuell schneidern lässt. Also Stoff aussuchen, Schnitt aussuchen. Also man hat wirklich auch Unikate. Toll. Schön. Ich glaube, da kann man gar nichts mehr dazu sagen. Ne? Ja, wundervoll. Danke. Dankeschön. Ich sehe gerade, ihr seid hin und her gerissen zwischen Dirndl und den wunderbaren Steinen, gell? Wunderbarer Schmuck, muss ich sagen. Wir haben auch schon eine Kette erstanden. Ja. Meine Schwester hat eine bestellt. Mhm. Ja, wir rauchen ja zwei gleiche oder ähnliche natürlich. Und die Trachtmode ist hier einfach wirklich super, weil sie wirklich handgearbeitet ist und die Materialien, die Stoffe sind so schön. Und wir begleiten ja Hanna Tracht, heuer sind das 70 Jahre, und wir begleiten Konstanze. Ja, Hanna Tracht 70 Jahre, wo wir musikalisch betreuen, sagen wir so. Wir haben ein Lied umgeschrieben. Die Salzburger Nockerl haben wir umgeschrieben auf Hanna Trachten und das singen wir auch jedes Mal. Auch in Salzburg gibt es im Sommer große Veranstaltungen und da werden wir das singen auch. Singen und nachher Salzburger Nockerl essen. Genau. Glaubt ihr auch an die Kraft der Steine? Naja, ein bisschen schon in einer gewissen Weise. Ja. Es hat sich noch nicht. Wir werden sehen, ob sie wirklich uns Kraft gibt. Wir probieren es auf jeden Fall. Ja, also ich habe letztes Mal einen Stein gekriegt, den habe ich eingesteckt. Bis jetzt, muss ich sagen, läuft es gut. Ein lieber Freund von mir, der hat auch gesagt, dass dieser Stein, so Steine, wirklich eine Kraft. Der hat sie immer in der Hose und sagt ihm, es gibt ihm Kraft und bringt ihm Glück. Also, ich glaube, wenn man daran glaubt, und ich glaube schon, dass er eine Anziehungskraft hat, eine große. Und wunderschön sehen Sie ja das. Ja, sie sind wunderschön, alle. Alle die Anhänger, die Steine, die Ketten. Mit viel Liebe gemacht alles, das sieht man. Ja, dann sage ich schon danke. Wir sagen auch danke. Ja, jetzt habe ich einen Bezirksvorsteher vor dem Mikrofon. Ist, glaube ich, immer eine schöne Sache, wenn so edle Sachen im Bezirk vorkommen. Ja, absolut. Ich freue mich, wenn es natürlich der örtlichen Wirtschaft gut geht. Und Hanna Trachten ist natürlich ein ganz tolles Geschäft, wo ich gerne vorbeikomme. Ich freue mich, dass wir hier jetzt ein legeres Osterfest hier genießen können. Und ich war selbst erst hier vor wenigen Tagen als Kunde. Für meine zwei Töchter gibt es bald ein Dirndl von Hanna Trachten. Und selbst auch einmal überlegt, einen Trachtenanzug? Um ehrlich zu sein, ich komme aus der Steiermark, da wäre es nicht so abwegig, ich habe aber trotzdem keinen. Das habe ich irgendwie versäumt. Also die einzige Tracht, die ich angehabt habe, war damals das Fußballdress. Also ich weiß nicht, ob das zählt. Nicht so ganz. So ganz. Außer es wird von Hanna Moden gemacht. aber glaube ich, die Leute, die haben wieder so den Trend hin, oder? In Wien vielleicht weniger oder doch auch? Ja, ich glaube auch in Wien, also beginnend mit diesen Oktoberfesten, das schaut zwar manchmal ein bisschen nach Verkleidung aus, aber immer öfter findet man wirklich sehr hübsche Trachten. Und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, dass man Trachten jetzt nicht mit irgendeiner ideologischen Idee kombiniert, sondern Trachten einfach als das nimmt, was es ist, nämlich Verbundenheit zum Land und was Schönes. Also ich finde es toll. Ja. Und ich glaube, es ist schön, dass sich wieder um etwas bewegt, im Bezirk bewegen darf, nach dieser langen Türen Zeit und ich glaube, das profitieren alle, die Bewohner genauso wie die Wirtschaft davon. Ja, genau so ist es. Also Gott sei Dank sind die Horrorszenarien jetzt noch nicht eingetreten, in der Hoffnung, dass sie das auch niemals tun werden. Aber natürlich, nach der Pandemie versucht man, doch sind wir noch in der Pandemie, aber man versucht aufzuatmen, in der Hoffnung, dass es jetzt für alle bergauf geht. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Sehr gerne, ich danke. Dankeschön. Jetzt sind wir da bei einem Trachtenmoden-Event. Ja. Wie gefällt dir die Tracht? Also die Tracht ist einmalig und ich finde das überhaupt voll in Ordnung, dass es junge Unternehmer gibt, die eigentlich noch was kreieren und wirklich jetzt was auf die Beine stellen. Ja? Und solche Sachen gern gefördert, unbedingt. Absolut. Ja. Du hast dich auch fast trachtenmäßig gekleidet. Gell? Naja, an und für sich muss man sich dem Stil ja hier anpassen. Ja. An und für sich ist es so, dass man da nicht auffallen will und unangenehm auffallen will. Aber die Konstanze gehört wirklich unterstützt, muss ich sagen. Also das ist wirklich, sie bemüht sich und hat, wie gesagt, ein Geschäft hier und ein Geschäft in Salzburg, was man nicht vergessen darf. Und das gehört wirklich, also junge Unternehmer in Zeiten wie diesen gehören unterstützt. Also absolut. Und vor allem kriegt er wirklich wunderbare Stücke, was ich gesehen habe. Ja. Also das zahlt sich aus. Vor allem sind Einzelstücke, ja. Es sind Einzelstücke, die gehören wirklich und überhaupt in der Damenwelt, ja, sage ich mal so, jede Dame ist stolz, wenn sie so Einzelstücke für sich beanspruchen darf und tragen darf. Ja. Und so nach dem Satz, jede Frau ist ein Unikat und verdient auch eins. Ja, ich weiß nicht, ja, ich bin auch Unikat, ja. Das sage ich schon, danke. Danke dir, danke.
TV21 Austria. Einfach anders.